alles okay? Dieser Ausbruch hat die ganze Stadt ins Chaos gestürzt. Mir geht's gut, May. Alles klar. Ich mache mir mehr Sorgen um dich. Oh nein, bitte nicht. Feast ist gerade der sicherste Ort in der Stadt. Die Center im oberen Stadtteil eher nicht. Aber wir sind sicher und geschützt. Hoffentlich bleibt das so. Ich komme vorbei, wenn ich kann. Hab dich lieb. Ich dich auch, Peter. Und damit jetzt weiter. Ich habe gerade ein paar Anrufe bekommen. Und ich soll mir einen Überblick über die Stadt verschaffen. Wie ist die Lage in Murray Hill? Der Transporter Foxtrot verfolgt Bescheid, was das jetzt gerade abgeht. Und die Polizei hat wohl schon Schwierigkeiten mit ein paar Leuten. Okay, Captain, hab den Überblick. Los. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus, du wirst überall gebraucht. Also die beschäftigen jetzt praktisch die Polizisten. Ach, ich hab's gewusst. Jetzt ist wieder die Schnellreise überall hingesperrt. Hene, Mene, da. Veteranenzentrum in Harlem. Was ist los? Männer aus Rikers fordern Essen und Vorräte. Das Personal hat sich verbarrikadiert und braucht Hilfe. Miles und ich wollen versuchen, sie zu evakuieren. Unternehmt nichts, bis ich da bin, May. Wir sehen uns in Harlem. May klingt erschöpft. Hoffentlich ist sie nicht krank. Ich muss Yuri helfen und dann nach Harlem. Ja, klar. Wir machen schnell zwei der fiesesten Schurken aus ganz... Alle Einheiten benötigen sofort Unterstützung. Officer unter Beschuss. Haben eine Meldung aus Lenox Hill. Ihr seht hier jede Menge Sniper in der Stadt. Yuri, nähere mich dem Revier an der Upper East Side. Gut. Elektro und die Dämonen kesseln meine Männer ein. Die Lage ist kompliziert. Du siehst es, wenn du da bist. Yuri Watanabe, Herrin der Spannung. Alle Einheiten, Plünderungen bei einer Notversorgungsstation. Einheit bitte zum Museum Mile. Das, wie die Situation jetzt gerade ist, gefällt mir halt nicht an dem Spiel. Das ist jetzt genauso wie Batman Arkham City. Die ganze Stadt ist wieder komplett durchgedreht. Überall muss man jetzt wieder was machen und eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Das ist halt recht schade, dass man das so, ich sag jetzt mal so, hat, anstatt sich da noch ein bisschen was anderes auszudenken. Das ist halt wie in Arkham City. Jetzt wird man von den Guten, von den Bösen gejagt und von den Guten, die denken, man ist böse. Überall laufen jetzt, genau wie in Arkham City, Überschurken rum, jeder so. Das ist nicht gut. Werden. Trafos laden das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Yuri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier, um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Lol. Fertig? Noch drei! Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Raft war. Die Polizei mit Energietransformatoren lahmzulegen. Wer macht sowas?
den gefunden. Gut, noch zwei. Wie noch zwei? Hä? Das Ding, was im Helikopter hinten macht, oder? Wie haben Sie den überhaupt? Nur noch einer. Hört mal auf, durch Stein durchzuschießen. Nee. Haben wir irgendeine Kraft, die uns vor Strom schützt? Sie sind frei, aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen. Natürlich.
Yuri, deine Männer sind sicher. Was jetzt? Kommt zur Upper West Side. Wir schützen die Zivilisten, aber Rhino macht es uns nicht einfach. Das tut er nie. Bin schon unterwegs. Sprachnachricht von Miles. Pete, hey Pete. May wollte, dass ich dich anrufe. Beim Veteranenzentrum läuft's nicht gut, Mann. Sträflinge wollen die Türen aufbrechen. Mary Jane ist hier. Wir bringen die Leute durch den Keller raus, aber wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, du bist bald da. Ich muss mich mit den Revieren beeilen und dann nach Harlem. Rhino ist unterwegs, aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. An die Barrikaden sind die Leute da drin erlebt, dass Rhino einem Kampf ausweicht. Er muss auf Befehl von Dr. Octavius handeln. Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt. Lass ich nicht zu. Bin dabei. Ein Dach sauber.
Gebäude sprengt. Autogramme kann man auch einfacher kommen. Jetpacks? Welcher Hornochse hat denen denn Jetpacks gegeben? Leute, wir sind im gleichen Team. Greift mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind. Alle Rechtsbrecher werden pazifiziert. Pazifiziert? Fühlt sich gerade noch jemand so 1984? Oh, nur ich? Kommt schon, irgendwer? Energiedinger extra für mich gebastelt? Ich bin geschmeichelt und entsetzt. Diese Wichs. Das ist halt das, was ich nicht leiden kann. Die Bösen kämpfen gegen dich, die Guten kämpfen gegen dich. Und die Bezahlten, die die Stadt beschützen sollen, kämpfen auch gegen dich. Nicht euer Ernst. Spider-Man, da oben! Die Sträflinge zünden Raketen! Sie schießen aufs Gebäude! Ich mach das kurz nochmal. Okay, die Decke jetzt eben nochmal. Und jetzt. Yuri, Revier gesichert. Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist. Kein Spaß. Tja, das hast du davon, dich mit Sable-Söldnern anzulegen. Vermutlich. Okay, ich bin jetzt erstmal raus. Meld dich, wenn irgendwas ist. Mache ich. Und danke. Du hast uns eine Chance verschafft. Okay. Ich muss schnell zum Partner-Center in Harlem und May helfen. Peter, Gott sei Dank, wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus.
Bleib, wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete. Tempo! Ich mach das schon. Ich drück X, so schnell ich kann. Achtung, Saber-Teams. Brauche sofort einen Lagebericht für Bloomingdale. MJ, lass es! Sonst muss ich dich auch noch retten! Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe! May! May! Mia! Wir sind hier drüben! Tante May, ich hab sie! Haltet durch! Tante May, geht's Ihnen gut? Geht an ein Fenster! Zu weit weg! Moment! Dann macht euch bereit! Komm schon, du blödes Ding! Na los, May! Ich hab dich! Oh mein Gott! Los! Los! Miles, komm schon! Ist May okay? Alle in Sicherheit. MJ, wenn du unmeins nicht gewesen wärst, wär ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Oh, sehr schlau. Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist... nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Immer. Hey, ich wusste nicht, ob... still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich eine von jeder. Stör ich? Nein, MJ, Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Coach. Okay. Teile und herrsche. Miss Watson, wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas. Aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Miles, du musst im Feast Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich arrangiere mich. Okay. Hey, halt! Wie rufe ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner
Tasche oder sowas. Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Du hast deine Nummer, bist du Spider-Mans Freundin? Es wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Miles ist bei Feast, MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Yuri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Yuri! Hier wimmelt es von Fists Männern mit verdächtigen Beulen. Waffen. Ich rede von Waffen, natürlich. Berichten zufolge hat Martin Lee in letzter Zeit neben seltsamen Fähigkeiten auch eine beinahe gespaltene Persönlichkeit gezeigt. Das ist Unfug und eindeutig ein Versuch, ihn der Verantwortung für seine Verbrechen zu entziehen. Nur ein Idiot würde glauben, dass er einmal Mr. Positive ist und den Armen mit einem Lächeln hilft und dann wieder Mr. Negative, der... Moment mal! Negative! Du Genie! Jared, du Genie! Sofort rechtlich schützen lassen! Wie ich eben sagte, war Martin Lees böse Seite, oder wie ihn mittlerweile alle nennen, Mr. Negative, schuld am Bombenattentat auf das Rathaus. Yuri, ich bin's. Gibt's was über Octavius? Nein, nichts. Die Forensik... Wir gucken mal hier kurz. Spider-Man, willst du uns helfen? Nur wenn ihr nett seid und nicht auf mich schießt. Doch, das kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. Neuen Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Vielleicht... Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. AT-reiche Liedersequenz. Vielversprechend. Bier versaut. Auf jeden Fall das hin. Hm.
Voskovs modifiziertes CPF-1. Definitiv der Teufelsatem. Jetzt sollte ich die Ausbreitung verfolgen können. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Ja, dann sag mir, welche richtige ist du. Die Spur führt hoch in das Gebäude. Die Spur springt zum nächsten Gebäude. Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Gedämpftes Licht? Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Werde Licht. Mhm. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. Offenbar hat Otto Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Norman, egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse! Wenn ich Ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Alexei. Ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst dem Kampfanzug entfliehen, der dich einkerkert. Hilf mir bei meinen Zielen, dann ist die Freiheit dein. Mac Gargan, auch genannt Scorpion, auch genannt... dieser durchgeknallte Irre. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun.
Adrian. Welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen, mein Freund. Electro steht voll unter Strom. Max, ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Was ist das denn? Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. UV-Licht. Nichts passiert. Wie kriege ich diese Lampe an? Electros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Okay, ich gucke aufs Screen noch mal kurz. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao, Leute.